Sitzt fest. Vielleicht ist irgendwo noch ein Kristall, um die Wurzeln zu entfernen. Los da! Na bitte, soll ich ihn zerschmettern? Das gefällt mir, aber seltsam. Er ist nicht komplett explodiert. Ich habe auf den Kristall geschossen, aber er leuchtet schon wieder. Und damit ein herzliches Hallo zurück hier bei God of War. So, ich wollte halt den Jungen nicht in seiner Unterhaltung unterbrechen. Deshalb habe ich gedacht, okay, melde mich halt wieder mal. So. Immer schön alles kaputt machen, ne? Das ist gut. So. Ist das kalt? Der Kristall erneuert sich. Praktisch. Das nicht. Aber das Ding muss ja oben explodieren. Jo, die Folge habe ich aufgenommen heute am 8.06.2019. So, warte mal jetzt. So. Ah ja. Oh, die Viecher wieder. Aber ich gehe noch. Sind hier weg. Hau weg die Fresse. Schön, wenn ein Kampf auch mal einfach ist. Ja. Schön, wenn er mal einfach ist. Das meine ich aber auch. So nicht so schwer wie neulich mit den Drachen. Das war ja was, hä? So. Was haben wir denn hier? Ich hau dir einfach mal rein.
Noch nicht bereit, leider! Zum Aufstehen. Ja, gut. Auf ein neues, ne? Geht wieder. Aber dann ist immer einer hierbei, der ist unbesiegbar. Für eine lange Zeit. Ich bin keine Frau. Nur ich darf von hinten kommen. Was ist denn hier? Ach, Energie. Donnerwetter. So ein ziemlich starker Gegner. Den kann so treffen und treffen und treffen und man sieht kaum, dass er getroffen wird. Ja, genau. Die Energie, die ich hatte, die war voll. Die haut da einfach mal so weg, ey. Das kann aber auch nicht wahr sein. Was ist denn das für ein starker Gegner, sag mal? Okay, müssen wir anders machen. In der Kampf ist es Selbstmord, sag ich mal. Da kannst du nichts machen. Und die anderen beiden, die schießen da was an oder was? Lass mal klein da weghauen. Gut, weiter so! Ich halte mal, dass ich irgendwie in der Ferne oder aus der Ferne kann ich ihn angreifen.
Ja, genau. Ey, das gibt es ja wohl nicht bei dir. Du hast volle Energie und die haut damit ein Treffer weg. Ich wollte was machen und ging wieder mal nicht. Das ist unglaublich mit solchen Gegner, ey. Na schön. Ah, heute war es auch wieder sehr, sehr warm draußen. Und morgen wird es noch wärmer werden. Alter, unglaublich. Und es soll Regen und Gewitter kommen und so weiter. Naja, bin mal gespannt. Wow. Wir haben da eine Druckwelle, ey. Das ist unglaublich, wenn du so starke Gegner hast, wo du kaum mit angegriffen kannst, ey. Ich sag doch nicht immer von hinten, ey, das hört sich so komisch an. Und deshalb, wo der da unten ist, guck ich mal, was ich habe. Ah, guck mal. Selbst explodierende Bombe. Vielleicht. Zum einen hilft das. Oh, was macht denn da an die Tür? Die geht aber nicht auf. Da steht einfach mal so ein. Nee, eine Tür. Da könnte auch wieder so ein Ding sein, was ich schon mal hatte. Bam, 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 da da dam, dam, da dam. Bam, bam, bam. Achso. Ja, oh, der ist da unten. Da kann ich mich an der Trickwelle nicht treffen, glaube ich. Oh, da kommt er hoch. Also da geht er. Voll ins Knie, genau. Einmal schön mit einer dicken Axt ins Knie hauen. Normale Menschen könnten dann einfach nicht mehr gehen. Aber der denkt sich nur, huch, was war denn das? So. So. Noch so ein rotes Ding hier. Ach, da ist auch. Ich kann leider nicht. Kann losgehen. So starke Gegner, ey. Das ist ja unglaublich. Mann. Auch immer von der Hand lang hier. Guck dir das an, der wehrt das ab, ey. Was für ein Ding. Ja. Mann, 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 das gibt ja wohl. Eieieiei. So, was haben wir denn hier? Sieh her. Der hier heißt Emil. Mutter wollte mir von ihm erzählen, aber ich war wohl zu jung. Kommen da Riesen aus seinen Achseln? Der ihn da ersticht, könnte Odin sein. Was ist das? Objekt. Okay. Sieh mal, da ist eine Brücke.
Schmiedhaus mal gucken. Die hat wieder diese Ruhm-Dinger, aber hab hier noch nie gesehen. Achso, wie komme ich denn da jetzt drauf, sag mal. Man weiß es nicht. Es wird kälter. Wir müssen fast oben sein. Nicht mehr lange, Mutter. Köcher. Der Gurt ist beim Kampf mit dem Drachen gerissen. Schon gut. Ich halte ihn einfach fest. Halt. Ein kaputter Köcher kostet dich Zeit. Schmerz überleben wir, kaputte Waffen jedoch nicht. So geht's erstmal. Gut? Gut. Geh. Langsam, Junge. Pass auf, wo du hintrittst. Naja. Direkt hinter
Oh, wieder Gegner. Ja, super. Also noch mal 5 Minuten hier so ein bisschen Ruhe. Und hier sind auch so Frage. Ich bin mit rein. Ja, so eine Art Geist oder so. Aua, aua. Ich konnte einfach nicht nach hinten ausweichen. Ich habe voll gedrückt, paar Mal, tak, 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 aber ich bin nicht nach hinten gesprungen. Na gut. Mach dich bereit! Hau weg, ich bin bereit. Oh, Alter, immer derselbe mit seiner Kopfwelle da, ey. Mein Kopf ist unter dem Schnee vergraben. Haha. Oder versunken. Hat er gar keine Verfahren. Okay. Konzentrieren, Junge. Ja. Kann mir nicht einfach mal. Aua. Den bring ich zu Fall. Erstmal hier alle zum Ball laufen. So, das nehme ich schon mal mit. Da könnte ich normalerweise hochklettern, aber nein. Ein Kinder laufen. Kannst du das nicht? Das ist blöd. Da kann ich einfach da hochklettern. Noch nicht! Ich weiß noch nicht. Ich muss alle erstmal wissen, so. Das wird ja ein bisschen weg kriegen, dass wir da hochklettern. So, den haben wir kalt gemacht. Lustig, ne? Hier mitten im Schnee und Eis und waren dann. Den war bestimmt schon vorher kalt. Oh, erstmal die Aussicht genießen hier. Hohe Berge. Da unten ist was Rotes. Ah ja. So, jetzt kann ich bestimmt. Genau. Du hörst die Stimmen auch, oder? Ja, sei still. Schwer zu sagen, wenn man in einem Baum feststeckt. Sag mir. Du weißt, warum wir hier. Hat dir mein letzter Besuch die Zunge gelöst? Das ist der Mann, der bei uns zu Hause war. Du hattest ihn doch getötet. Psst.
Wie ich sehe, bist du diesmal nicht allein. Muss wichtig sein, wenn die Söhne Thors mich mit ihrer Gegenwart beehren. Sagt mal, überschlagt ihr zwei euch noch immer, um Papa zu beeindrucken? Der tätowierte Mann. Den Spuren nach reist er jetzt mit einem Kind. Wohin wollen die beiden? Woher soll ich das wissen? Du bist der klügste lebende Mensch, nicht wahr? Und sogar klüger als alle Toten. Du hilfst mir, ich helfe dir. Sag mir, wo sie sind, und ich rede mit Odin. Dein Vater lässt mich nicht gehen, Baldur, und er wird verhindern, dass du mich tötest. Du hast mir nichts zu bieten. Also nimm deine Fragen, deine Drohungen und deine beiden nutzlosen Schwachköpfe und verpiss dich! Wenn niemand hinsieht, holen wir uns dein anderes Auge. Vergiss nicht, wir sind... Sind wir wirklich, nicht wahr? Haltet die Klappe, ihr Idioten. Gehen wir. Von euch haben wir gerade gesprochen. Ein tätowierter Mann unterwegs mit einem Kind. Geh und stell sicher, dass wir allein sind. Aber sie sind doch gegangen. Tu, was ich sage. Er weiß nicht, was du bist. Und dabei soll es auch bleiben. Wer bist du? Ich? Ich bin der größte Botschafter der Götter, der Riesen und aller Wesen der neuen Welten. Ich kenne jeden einzelnen Winkel, jegliche Sprachen, geführte Kriege und jeden Handel. Man nennt mich Mimir, den klügsten lebenden Mann. Und ich habe Antworten auf all eure Fragen. Warum jagt uns der Sohn Odins? Na gut, ich habe ein paar Wissenslücken. Aber Odin hält mich hier gefangen seit 109 Wintern. Ich bin sehr schlau. Ich finde die Lösung. Versprochen. Ich brauche nur etwas Zeit. Es ist niemand da. Habe ich doch gesagt. Die Mutter des Jungen ist tot. Sie wollte das... Wir sollen ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Oh, dann seid ihr hier am falschen Ort, kleiner Bruder. Der höchste Gipfel aller Welten ist nicht hier in Midgard. Es ist in Jötunheim, der Welt der Riesen. Nein! Hat sie das wirklich gemeint? Sieh doch. Das ist die letzte bekannte Brücke nach Jötunheim in allen Welten. Siehst du den Berg, der aussieht wie die Finger eines Riesen? Das ist der Gipfel, den ihr sucht. Nicht hier. Was ist mit dieser Brücke? Wir haben einen Bifrost. Als die Riesen die Brücken zu ihrer Welt zerstörten, haben sie diese hier mit einer Rune versperrt. Wenn es sie noch gibt, kennt die nur ein Riese. Und alle haben Midgard vor langer Zeit verlassen. Richtig. Doch heute haben die Schicksalswinde einen Wirbel des Zufalls erzeugt. Wisst ihr, es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Und ihr habt Glück. Ich habe sonst nichts vor. Wir gehen nach Jötunheim, ja? Strategisch gesehen eure beste und einzige Möglichkeit. Es ist der eine Ort, an den euch der Unbesiegbare nicht folgt. Was ist zu tun? Ja! Schneidet mir meinen Kopf ab. Was? Odin sorgte dafür, dass keine Waffe, nicht mal Thors Hammer, meinen Körper befreien kann. Glücklicherweise braucht ihr meinen Körper nicht. Der Trick ist, jemanden zu finden, der mich wiederbeleben kann. Mit der alten Magie. Alte Magie. Eine Hexe im Wald. Sie kennt diese Bräuche. Wird sie helfen? Vielleicht. Los geht's. Aber wenn sie scheitert, bist du tot. Er quält mich, weißt du. Tag für Tag. Odin selbst legt dafür Hand an und glaub mir, seine Kreativität ist grenzenlos. Jeden einzelnen Tag. Das ist kein Leben. Wie du meinst. Oh, aber ohne mich.
Bruder. Falls es nicht klappen sollte, musst du etwas wissen. Der Junge, du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer. Es gibt viel über mich, das er nicht wissen soll. Dir ist dein Geheimnis also wichtiger als dein Sohn. Ich hacke jetzt deinen Kopf ab. Ach gut. Okay, Leute. Sehr lustig. Ja, das wollte ich werde hier erstmal Schluss machen. Das sehen wir ja in der nächsten Folge dann nochmal. Und dann melde ich mich auf alle Fälle wieder. Mal sehen, wo es hier noch dann weitergeht und wie ich zu dem Berg dann hinkommen werde. Also dann, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt God of War. Also dann, mach's gut. Bye, bye.